Wenn man nun über die Hyperthermie, die Historie und die Technik gesprochen hat, geht es ja nun um die klinische Relevanz. Das heißt, die schon genannten Erkrankungen sollten mit Blick auf den wissenschaftlichen Background noch einmal dargestellt werden. Wenn wir unterstellen, dass in den meisten Fällen das Immunsystem eine bedeutende Rolle spielt, darf ich an dieser Stelle eine Studie zeigen, die aus der von Aden-Klinik kommt. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich an dieser Klinik von 1997 bis 2000 der Chefarzt sein durfte und dort wesentlich auch die Schule wissenschaftlichen Arbeitens durchlief. An dieser Stelle wird gezeigt, wie sich die Gesamtleukozyten in einem Chemotherapiezyklus, der in diesem Fall als Thermochemotherapie im extremen Hyperthermiebereich durchgeführt wurde, verhalten. Wir haben einen Ausgangswert vor der Thermochemotherapie der Leukozyten, der dann durch einen Verbrauch durch die Chemotherapie eine Stimulation durch die Hyperthermie unterliegt. Entscheidend ist aber der signifikante Anstieg, der nach einem Monat gezeigt werden kann. Also nach einem Monat nach Chemotherapie sind die Leukozyten höher als vor dem Zyklusbeginn. Die Kollegen unter uns, die schon etwas reifer sind, werden wissen, dass wir früher die Chemotherapie ohne Stimulation von Neupogen und anderen Möglichkeiten realisieren mussten und deshalb immer den Hausarzt mit einbanden und er sollte den Patienten zurückschicken, wenn die Leukozytenzahl wieder über 3000 angestiegen war. Damit konnten aber bei effizienten Chemoprotokollen, wie wir sie zum Beispiel beim Ovarialkarzinom regelmäßig sehen, wo auch die dritte und vierte Linie der Chemotherapie durchaus akzeptable Erfolge bringen kann, aber eben leider nicht lange vorhält, könnte es Sinn machen, statt der Chemotherapie eine Thermochemotherapie mit dem Aspekt immunologischer Überlegung durchzuführen. Das ist hier ein direktes praktisches Beispiel. Reflektieren wir die Leukozyten und untergliedern diese auf Lymphozyten, Monozyten, Granulozyten, sehen wir auch in der Gesamtheit signifikante Unterschiede, die den Einsatz der Hyperthermie unter dem Setting oder in dem Setting der komplementär-onkologischen Einsatzes realisieren, wobei dieses eine nicht bedeutet, dass es keine Schulmedizin sei, wie die Studie ganz klar zeigen konnte. Das kann man natürlich weiter differenzieren. Es soll allerdings zeigen, dass die Konzentrationsänderung unter der Therapie durch die Hinzunahme der Hyperthermie zugunsten der Patienten verändert werden kann. Und damit haben wir eine ganz klare Rationale, die Hyperthermie eher häufiger als seltener einzusetzen. Wenn wir jetzt also schauen, welche Erkrankungen die Umwelt assoziiert zunehmen oder intensiver ausgeprägt auftreten können, für die Hyperthermie eine Therapieoption sein kann, dann gibt es auch Erkrankungen, an die man zunächst nicht im ersten Gedanken denkt. Nehmen wir zum Beispiel das Asthma bronchiale. Da ist die Datenlage zwar dünn, die Zufriedenheit der Patienten aber sehr hoch. Für alle erfahrenen Hyperthermiker, die damit arbeiten, werden wir dort sicherlich zustimmen. Es gibt aus 98 eine Arbeit, die zwar nicht streng wissenschaftlich publiziert wurde, sondern in der Erfahrungsheilkunde, aber die, wenn man sich die durchliest, eine ganz klare wissenschaftliche Gedankenwelt offeriert, die zeigt, warum Ganzkörperhyperthermie unter Oxygenierung einen Einfluss auf die chronische Erkrankung und chronische Verlaufsform nehmen kann. Und für die Betroffenen kann das bedeutend sein, wenn es dazu führt, dass sie die Dosis an Cortisonen reduzieren können oder den Einsatz der Intervalle deutlich verlängern kann, sodass also größere Phasen nicht cortisonpflichtiger Therapie erreicht werden können. Das hat für die Gesamtprognose eines Patienten enorme Bedeutung, insbesondere je jünger der Patient bei Auftreten der Erstsymptome ist. Wir konnten aus unserem Hause zeigen, an der Stelle darf ich vielleicht darauf hinweisen, dass wir die vorhin benannte sogenannte HeatHeal-Methode, das heißt eine spezielle Extremhyperthermie, als erste in Europa in die klinische Routine überführten und durch das schnelle Erreichen der extremen immunsuppressiven Temperaturphase bei förmlichem Überspringen der immunstimulierenden Phase
Das passiert dann, wenn man innerhalb von 20 bis 30 Minuten auf oberhalb von 42,5 Grad Celsius gelangen kann, erreichen konnten, dass Einflüsse geltend gemacht werden können, was wir in einer ersten Beobachtung leider auch nicht hochrangig wissenschaftlich, so dennoch in der wissenschaftlichen Naturheilkunde vor drei Jahren publiziert, darstellen konnten. Diese Gedanken sind sicherlich bei beiden Autoren die ersten Ideen, eine wissenschaftliche Studie zu begründen und zu suchen, wie kann man möglichst die Daten strukturiert sammeln, um mehr und mehr Patienten diese hilfreiche Option angedeihen zu lassen. Wenn wir an Stoffwechselirritationen denken und beobachten die Möglichkeit der Entgiftung von Ammoniak, kann das natürlich bei Leberzellschädigungen, ob nun durch Genussnoxen oder infolge von Erkrankungen ausgelöst, auch hilfreich sein, um zum Beispiel die hepatogene Enzephalopathie nachhaltiger zu behandeln. Jakob zeigte dieses in einer zugegebenermaßen inzwischen sehr frühen Publikation sehr schön und konnte auch darstellen, dass insbesondere die Übersäuerungsaspekte schon 2 Stunden nach der Behandlung zu den Ausgangswerten zurückkehren können. Bei der Darstellung der Hyperthermie, auch der Ganzkörperhyperthermie, nahm ich schon Dr. Thomas Mein ins Wort und er hat auf dem 10. Internationalen Symposium für Umweltmedizin 1995 in Bad Emstal seine Daten vorgestellt und hat die Infrarot-A-Hyperthermie in ihrer Praktikabilität zur Detoxikation dargestellt. Der Kollege Kleef aus Wien verfasste einen Review-Artikel, der 2006 bei Springer publiziert wurde und unterstreicht diese Erkenntnisse. Aber auch die häufig sehr aufwendig behandelte Hypertonie könnte durch serielle Behandlungen von Ganzkörperhyperthermien in Form der Infrarot-A-Hyperthermie häufig gelindert werden, was aber praktisch seltenst genutzt wird, leider. Und für die Sklerodermie konnten auch die Professoren Scherf und Meffer zeigen, dass die Infrarot-A-Hyperthermie eine sehr schlagkräftige Möglichkeit darstellt. Hier kann man also nur anregen, Kollegen zu sensibilisieren, sich mit dieser Materie zu beschäftigen und für ihre Patienten hilfreich zu werden. Auch die zunehmende Anzahl an fibromyalgiekranker Patienten konnten durch die sehr wertvolle Studie von Wagner und Prokof deutlich gelindert werden, wenn unsere Kollegenschaft geneigt wäre, häufiger die Ergebnisse dieser randomisierten, kontrollierten Studie mit diesen exzellenten Ergebnissen anzuwenden. Wie ich bereits eingangs sagte, profitieren über 50% der so Behandelten noch nach 2 Jahren von einer Schmerzlinderung. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Schleenbecker und Schmidt, hochrangig publiziert 1998, die Wirkung einer iterativen milden Ganzkörperhypothermie auf den Fibromyalgieschmerz. Also hier treffen sich verschiedene Zentren in der gleichen Intention. Die Überlegungen, und hier ist auch wieder das Grundwerk von Professor Schmidt zu erwähnen, es gibt ein Buch, welches diese Daten ganz dezidiert darstellt. Hier ist es ein Ausschnitt aus einer Fachzeitschrift, die 2004 den Artikel publizierte, wie die Wirkung der Ganzkörperhyperthermie auf Entzündungen und Immunreaktionen zu sehen ist. 1995 in Baden-Baden trugen Kopp und Faber, vorgetragen wurde es von Faber, den Einsatz der Ganzkörperhyperthermie bei degenerativ-rheumatischen Erkrankungen beim Weichteilrheumatismus vor. Es wird also deutlich, dass es Sinn macht, sich mit der Materie immer mehr zu beschäftigen. Und jeder, der in diesem ausgewählten Indikationsbereich mit Hyperthermie arbeitete, wird diese Aussage unterstreichen können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es gerade bei den degenerativ-rheumatischen Erkrankungen auch Sinn machen kann, über die Ganzkörperhyperthermie, über die Infrarot-A-Hyperthermie hinaus auch die lokoregionale Tiefenhyperthermie für die Gelenke, die am meisten Schmerzen und Beschwerden machen, einzusetzen. Auch dort reichen kleine serielle Anwendungen aus, um einen großen Effekt auszulösen.
Wir konnten ebenfalls in Baden-Baden einmal vortragen und darstellen, was wir in einer Anwendungsbeobachtung entdecken und akribisch festhalten konnten, dass 2 bis 6 Behandlungen ausreichen, um bei 50% der Betroffenen eine deutliche Reduktion ihrer Beschwerden zu erreichen. Die Einflussnahme auf die Hämodynamik wurde in der Fachzeitschrift Perfusion von Bäumler schon vor 26 Jahren inzwischen dargestellt, nämlich der Einfluss der Infrarot-A-Ganzkörperhypothermie auf die Fließeigenschaften des Blutes und deren Hämodynamik. Wenn man diese Dinge subsumiert und verinnerlicht, wird deutlich, dass die Gesamtlage ohne Ängste vor gravierenden Nebenwirkungen eine Indikation für die Hyperthermie bei nachfolgend genannten Beschwerden und Leiden, Krankheiten und Symptomen zulässt. Ich kann es jetzt nur noch einmal wiederholen. Alle Formen der skeletalen Beschwerden, Schmerzen, Rheuma und Myalgien. Aber auch bei subakuten und maskiert chronischen Entzündungen macht die Therapie Sinn. Sie merken, dass es wichtig ist, dass man diese Daten verinnerlicht, um die entsprechende Geräteauswahl zu treffen und die geeignetste Form der Hyperthermieentwicklung zu nutzen, um Einfluss zu nehmen. Bei der Colitis ulcerosa ist eindeutig die Ganzkörperhyperthermie, die fiebernahe Hyperthermie zu bevorzugen, schon wegen ihrer Einflüsse auf das Immunsystem. Bei fortgeschrittenen Colitis ulcerosa Beschwerden, die dann schon zu operativen Versorgungen, zu Cortisoneinnahmen und zur Immunsuppressiva führten, ist auch wieder die extreme Ganzkörperhyperthermie zu überlegen. Es wird deutlich, wenn man darüber spricht, wie vielfältig das Spektrum sein kann und wie wichtig es ist, nicht nur über die Hyperthermie zu sprechen, sondern die Hyperthermie ganz spezifisch und gezielt einzusetzen und insbesondere die Geräteauswahl und die Applikationsauswahl zu überlegen. Morbus Bechterew, Patienten sind regelmäßig sehr, sehr dankbar für das Anwenden der wassergefilterten Infrarot-A-Ganzkörperhyperthermie. Sklerodermie hatte ich wiederholt genannt und neben der Fibromyalgie müssen auch sonstige Neuralgien, deshalb auch der Einsatz in regenerativen Behandlungssettings und bei der Rehabilitation dargestellt werden. Sie erinnern sich vielleicht an meine ersten Dias, wo ich über die Wirkungen der Hyperthermie sprach, weshalb es eben in der Rehabilitationsmedizin Sinn macht, um degenerativen Prozessen und deren Schmerzsyndromen bei vielleicht verminderter Dehnbarkeit verschiedener muskuloskeletaler Abschnitte nachzudenken. Neurodermitis, Allergie, Hyperthermie, Migräne, Immuntherapie runden das Spektrum ab. Und in der Onkologie ist es für den modernen Arzt eigentlich nicht mehr wegzudenken, die Hyperthermie hinzuzunehmen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Hyperthermie das Paradebeispiel für eine patientennahe integrative Medizin in verschiedenen Indikationsbereichen darstellt. Sie kann additiv eingesetzt konventionelle Therapieoptionen in ihrer Wirkung verstärken und wie am Beispiel der Chemotherapie ersichtlich deren Nebenwirkungen auch reduzieren helfen. Es gibt nur eine Ausnahme, die nannte ich auch, das ist das Cisplatin als Chemoprotokoll, wo besondere Aspekte berücksichtigt werden müssen, nämlich zum Beispiel nicht synchron die extreme Ganzkörperhyperthermie durchzuführen. Die regulatorischen Komponenten und die Aktivierung und Intensivierung vieler physiologischer Vorgänge macht diese physikalische Therapie so vielfältig nützlich einsetzbar. Und wer heute den Einsatz noch ablehnt, der zeugt eindeutig von mangelnder Information, von fehlender Fortbildung oder ungenügendem Interesse, seinen sich anvertrauenden Patienten umfassend helfen zu wollen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.